Die Frankfurter Buchmesse 2015. 275.000 Besucher waren dort und ich war einer von ihnen. Wenn meine Haare geglättet sind, bedeutet das, dass ich mich auf den Weg mache. Und wie der Titel dieses Videos schon sagt, ihr wisst, wohin es geht nach Frankfurt. Aber so ganz stimmt das nicht. Die Buchmesse steht an, heute ist Dienstag, die Buchmesse fängt zwar jetzt zeitnah an, aber ich habe damit noch gar nicht so viel zu tun. Ich werde zuallererst nach Mainz fahren zu einer Freundin und erst ab Donnerstag in Frankfurt wohnen und ja, dann natürlich auch zur Messe gehen. So oder so, im Vorfeld haben mich viele Nachrichten erreicht. Es wurde oft gefragt, ob ich wieder auf der Buchmesse vlogge. Und das hier ist die Antwort, ja, ich vlogge auf der Buchmesse. Ich habe mich dazu entschlossen, die Canon nicht mitzunehmen. Also keine Spiegelreflexkamera mitzunehmen, weil das dann doch sehr nervig und klobig eben so im Alltag ist. Und deswegen wird es vielleicht nicht ganz so schöne Bilder geben wie auf den vorigen Messen zum Teil. Da habe ich auch viel mit der Kleinkamera gevloggt. Aber ich denke, das reicht uns. Also es geht ja um den Eindruck. Ich nehme die Kleine hier mit und heute steht erstmal an, mit Lotta und Joyce treffen und nach Mainz fahren. Beziehungsweise die beiden fahren natürlich nach Frankfurt, ich nach Mainz. Das bedeutet, wir haben knapp 5 Stunden Autofahrt vor uns. Es ist 20 vor 1, um 2 geht's los. Und euch nehme ich mit. Wer also bei meinem Buchmesseerlebnis dabei sein will, sollte die folgenden Videos zum Thema im Auge behalten. Und jetzt mache ich aber zack, zack. Ich muss noch ein paar Bestellungen zum Postkasten bringen und noch so einiges einpacken. Und ja, Action. So, nochmal fix zum Briefkasten. Oh Gott, ist das heute kalt. Ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, dass irgendwer, oh mein Gott, ist das schwer, mal pünktlich ist. Aber Joyce ist pünktlich. Das heißt, ich muss jetzt mal schnell nach unten düsen. Wow. Haben wir jetzt alle drei die gleiche Kamera? Ja. Wir haben alle drei die gleiche Kamera. Und warum? Warum habt ihr diese Kamera? Wegen Lampen. Jetzt kommt doch einer. Okay. Dann kann es ja losgehen. Okay, wir haben uns versorgt. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt so 80 Kilometer. Ich glaube, eine Stunde ungefähr gefahren und jetzt geht's weiter mit Tee, zitternde Hand, ohne Tee und dann essen und bei der nächsten Raststätte werde ich dann mal irgendwie, keine Ahnung, mir nochmal was Geiles. Ich habe jetzt nur so einen Karatzer geholt. Das ist uncool. Die Pause. Das ist so bescheuert. Wir können auch so einen Vlog gar nicht online stellen, wenn alle immer mit der gleichen Kamera hier rumrufen. Komm, eine Aufnahme. Eine richtige Stufe. Reingeschnitten. Ja. Aber ich finde, mit dem Alter fallen sie doch aus. Also ich finde, waren schon durchaus dicker. Sie ist so alt. Ja. Ekelhaft alt. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch mit ihr was mache. Es ist so bitterkalt. Aber wir packen es. Wir sind gut in der Zeit. Nach 2,5 Stunden, dann sind wir schon mal in Mainz. Videobomben? Ich hatte sie schon aus. Ich habe sie extra für den Sprung wieder angemacht. Ich jetzt mal eine Szene aus unserem letzten Auf dem Weg nach Frankfurt Video ein, wo wir schon mal bei Bates Motel angehalten haben. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dasselbe ist. Schaut euch das mal an. Das ist es, oder? 100%. Man erkennt das gar nicht.
Wir sind jetzt hier bei Bates Motel angekommen. Gleich nebenan ist auch ein Burger King, das ist sehr praktisch für alle Leichen, Schänder und Zombies. Und wir haben noch eine Stunde. Eine Stunde? Die Antwort war ein Zittern. Wenigstens ist es diesmal noch nicht dunkel. Ich glaube es nicht. Echt jetzt? Okay, vergleich diese Aufnahme mit der Aufnahme aus dem letzten Herfahrvideo. Ladies natürlich auf der Messe wieder, ist ja klar. Ich hoffe, ihr seht mich ein bisschen dunkel hier. Ich werde jetzt nicht mehr so viel filmen, weil jetzt bin ich ja bei einer Freundin und dann schauen wir mal, wie sich der Tag so gestaltet morgen. Vermutlich werden wir abends noch auf die Messe gehen, da filme ich natürlich wieder und da sehen wir uns dann auch wieder. Aber die Anreise ist dann damit jetzt abgeschlossen. Vielen Dank fürs Mitreisen, auch nach vorne zu Lotta und Joyce. Bis dann. Guten Morgen oder Mittag. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Messe. Ich werde mich da final akkreditieren, mir alles mal angucken. Ich will beim Wenzel vorbeischauen und mal so ganz gemütlich schnuppern, heute Abend die BOD-Lesung sehen und ja, einen ganz entspannten Tag ohne viel Stress. Und ja, abends machen wir es uns hier nochmal gemütlich. Also heute ist es sehr entspannt. Ich nehme euch natürlich mit. Auf geht's. Dass ich erkältet bin. Nur zur Info. Zum Glück könnt ihr euch nicht anstecken. Scheiße. Abgebaut. Oh, das gibt's ja nicht. Unfassbar. Da ist es der Absatz abgebrochen. Und das auf den ersten 3 Metern. Okay, Sandra Neumann muss jetzt erstmal ganz fix ihre Schuhsachen klären. Das heißt, sie geht ins Einkaufszentrum. Ich werde mich jetzt mal eben hier im Kongresszentrum melden und mich zu Ende akkreditieren. Dann treffen wir uns wieder. Wir haben einen schlechten Einstieg, man merkt es schon, oder? Die erste Rolltreppe ist angehalten, als wir draufgestiegen sind. Die zweite hat ihr den Absatz weggenommen. Ich bin erkältet. Es kann nur besser werden, Leute. Da unten im Lesezelt werde ich lesen. Sag Hallo Wenzel. Hallo Wenzel. Super gemacht. Papyrus, ne? Werbung. Super Programm. Super. Glaube ich. Nein, nein, es ist echt. Was guckst du denn? Krasse Kamera. Ja, sie ist klein. Ja. So wie ich. Hey, ich habe Annika getroffen. Und halte Matthias die Kamera ins Nasenloch. Autorensofa-Stand, da schauen wir mal eben vorbei. Ein weiterer da. Ja. Wir werden uns jetzt mal einen Kaffee suchen. Nach dem perfekten Kaffee. Wir haben einen Plan. Wir schauen jetzt uns einen Kaffeeplan. Wir schaffen das ganz sicher.
gefunden, wo der Raum ist, wo unser Meet and Greet stattfindet und schauen uns den mal an. Aha. Könnte klappen so, wir sind ja so 150, wa? 16 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich will es jetzt nicht laut sagen, aber Gott sei Dank, ich bin wirklich echt erledigt durch die Erkältung. Wir gehen jetzt ins Lesezelt und gucken uns mal Joe Berger und Christopher Steigerwalder an, damit ich rausfinde, wie die Lesung für mich am Sonntag so laufen wird. Ich bin gespannt. Schauen wir uns an und dann werden wir auf jeden Fall was essen gehen. Das ist sehr wichtig. Wir haben Hunger und es ist furchtbar kalt. Und das hier ist übrigens die Agora. Und da ist das Lesezelt. Ein paar Seiten aus Ein Engel für Jule. Es ist kein Kinderbuch. Es geht um eine junge Frau, die den Falschen liebt. Etwas aussuchen, in dem sie sich wohlfühle, in einen riesigen Saal geschoben. Sie war alleine, kein anderer Engel weit und breit. Nur Kleider in allen Formen, Farben und Größen. Elisa beeindruckt die langen Reihen. Hat hier kräftig signiert. Höchst interessant. Also ich muss sagen, ich dachte, es beruhigt mich so ein bisschen, wenn ich mir das angucke, aber jetzt habe ich eigentlich noch mehr Angst als vorher. Übrigens der Christopher Steigerwald. Das Buchcover gefällt mir unheimlich gut. Zittert meine Hand. Ich war gerade draußen, es war kalt. Schauen wir uns den auch noch an. Ich muss noch ein bisschen höher machen. Auf Frauen stehe und mich deshalb verlassen müsse, hatte ich mich gefragt, ob das wirklich ein Grund sein. Geschlafen hatten wir ohnehin eine Ewigkeit nicht mehr miteinander. Aber vielleicht ja deshalb. Andererseits ist das ja auch in Ehen, in denen die Frau nicht lesbisch ist, nicht ungewöhnlich. Ein Tag, an dem ich nichts geleistet hatte, nichts Messbares, nichts, was die Gesellschaft anerkannt hätte. Ich saß ja auch nur da und fuhr, kehrte zurück und legte... Spannend weiter und voller Überraschungen, so viel kann ich verraten. Und jetzt möchte ich Sie auch einladen zu kommen, dass Sie vielleicht sich ein persönliches Exemplar von Christopher signieren lassen. Sehr interessant, vor allem für mich. Ich habe auch gerade mal eben die Teamfreunde, Teamleute von BOD kennengelernt. Ganz tolle Menschen, sehr nett und bin jetzt etwas beruhigt. Wir haben uns auch schon auf ein Mikrofon geeinigt und ich werde sehen, wie das so am Sonntag läuft. Es war auf jeden Fall sehr kuschelig im Zelt. Und jetzt machen wir hier auch Feierabend und gehen erstmal was essen, falls wir unsere Garderobe wiederfinden, wie immer. Da ist ein Fleck auf der Linse. Auf jeden Fall ist es Korma. Und was hast du? Matras. Matras und Korma. Guten Appetit. Ich war übrigens auch noch in der Apotheke und habe mich flächendeckend mit allem eingedeckt, was irgendwie mich gesund, meine Stimmbänder unkratzig und alles Mögliche mit mir macht, damit ich nicht mehr krank bin. Hoffen wir jetzt das Beste. Also ich nehme jetzt inzwischen Antibiotika, Anti-Erkältungsmittel, Anti-Heiserkeitsmittel, Anti-Alles. Demnächst nehme ich dann Tabletten gegen die Tabletten und dann ist alles gut. Und jetzt gehe ich zu Saturn und hole mir noch eine Speicherkarte. Ich habe das auch verdrängt. So, ich bin satt, ich habe eine Speicherkarte, eine neue Powerbank, viel Geld losgeworden, wie immer bei mir so. Und verabschiede mich damit für dieses Video, den ersten Messetag. Hoffe, morgen geht es mir viel besser. Morgen gibt es aber keine Messe. Aber es gibt ja bestimmt was zu filmen. Es wird Mainz und Frankfurt zu sehen geben. Ja, schlaft gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut.